kommt der Königs 1:0. Manuel Maurer, Pass vom Raphael Berweger. Jetzt wollte ich ansprechen. Eigentlich hat jetzt nicht wahnsinnig Einfluss gehabt, aber Luzim Kamay, mein absolut Lieblingsspieler. Schnell umgeschaltet von den Könitzer. Tipptopp 2:1. Raffi Berweger. Guruni, okay. Und festsetzen. Abschluss vor Seite. Christian Schielmann von Könitz zählt da ganz klar dazu. Weil Ode Schielmann zeichnet sich auch durch die wichtigen Goal bei Könitz. Freistoß schnell ausgeführt. Und wir haben die erstmalige Führung für Uni Hockey. 3:2. Ballverlust von Chur Uni Hockey. Ausgleich Manuel Maurer. 3:3. Er hat gespürt, dass der Ball zu ihm kommt. Ganz interessant, Adrian. Der René Berbian wechselt konsequent auch im Spiel, wenn die Powerplay-Formation den Ball nicht hat, andere Linie ein. Und es rebelt 4:3 für Florbach-Könitz. Könitzer starten Überzahl in das Drittel. Churer haben in Unterzahl eine Spielwendung und tatsächlich anzureden in 2 Minuten. Und 5:4 Führungsgoal von Florbau Könitz, Raffi Berweger. Und der Ausgleich für Chur Uni Hockey, 5:5. Jan Binkel eiskalt. Ganz im Gegensatz zu Manuel Nanto, der eigentlich bis hierher noch nicht im Spiel und hier schon wieder. 5:6 für Chur Uni Hockey. Mit der Paradelinie von der Könitzer auf dem Feld. Gute Spielverlagerung von Flo Kuchen auf Christian Schielmann. Der Schielmann legt auf den Maurer auf und wir haben das 6:6. Eine unglaublich starke Linie haben rund um den Schielmann. Wenn wir die klonen können, würde man es heute Abend wahrscheinlich machen. Und die anderen Linien haben doch ein bisschen Mühe, aber sie strafen mich lügen. 7:6. Ich habe es extrem gönnen von Herzen, dass er hier einen wichtigen Treffer kann ich nicht genießen. Manuel Maurer allein auf Christoph Reich. 8:6. Florbach Könitz. Was für Antwort von den Könitzer hier in Heimstedt. Wiesensteinhalle. Die Hölle ist los hier. Manuel Maurer. Kompliment an Könitz. Sagen. Wir haben zunächst schon oft kritisiert, aber jetzt in der entscheidenden Phase sind sie ready gewesen und haben den Unterschied ausgemacht. Und schon wieder der Anschlusstreffer hier von Chur Uni Hockey. 19 Sekunden sind spielen. Abschlussversuch von Chur. Bringt die Mitte und es ist vollbracht. 8:7 Sieg, Florbau Könitz. Wir leiten vor, 3:1 in Serie gegen Chur, in einem unglaublich engen und spannenden Spiel hier.